Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar diesmal wieder nicht Craftsec 7. Das habt ihr heute schon gesehen. Falls nicht, ich habe heute schon Craftsec 7 hochgeladen. Also checkt auf jeden Fall meinen Kanal aus, falls es nicht bei euch in der Abo-Box war. Sondern Teil 2 von Was hat Klim eigentlich vor Craftsec 7 gemacht? Und ich schätze, wir werden heute möglicherweise durchkommen mit... Oh, das ist eine alte Map. Oh, ich frage mich, wie alt die Map ist. Oh, oh. Ich sehe jetzt gerade erst, dass das auf jeden Fall eine ganz... Es ist eine ganz alte Version der Map. Ich habe blöderweise nur die Version der Map. Ich werde euch sagen, was ich noch geändert habe. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass ich jetzt gerade erst sehe. Ich habe hier vorne ein bisschen die Stadtmitte abgecheckt. Die geht. Aber das Problem ist, Leute, und das sage ich euch ganz ehrlich, ich bin eigentlich immer der Letzte gewesen, der noch Craftsec gespielt hat. Zumindest in Craftsec 3, 5... Ja, 3, 4, 5. Ich glaube, 6 war das erste Craftsec, wo ich nicht als Letzter aufgehört habe. Wobei ich mir da auch nicht ganz sicher bin. Aber ja, eigentlich habe ich Craftsec immer als Längster noch gespielt. Und hier hatte ich ein Ultra-Riesenprojekt. Und zwar das hier, den Hauptbahnhof. Aber bevor wir zum Hauptbahnhof kommen, das machen wir heute, das schauen wir uns hier in dieser Welt als Letztes an, kommen wir hierzu. Hier die Stadtmitte habe ich gebaut, zusammen mit dem lieben Sinus. Diesen Weihnachtsmarkt hat Balui gebaut, wenn ich mich nicht recht erinnere, also wenn ich mich nicht falsch erinnere. Dann haben wir hier ein riesiges Kolosseum, das habe ich zusammengebaut mit Gomme. Dann gibt es hier noch eine Bank, hier das CFC, das Klim Fried Chicken, das habe ich selbst gebaut. Den Laster, da hat es Bar gebaut, den Klim Fried Chicken Laster. Dann das Einkaufszentrum, das habe ich alleine gebaut und ich sehe schon, ja, das ist nicht die fertige Version vom Einkaufszentrum. Wir hatten das hier komplett eingerichtet, alles war fertig. Hier hatte ich Aufzüge hin, die nach oben und unten gefahren sind. Hier war alles schön fertig gemacht. Hier war ein Merch-Shop von mir drin, tatsächlich habe ich das Texture-Pack angepasst. angepasst vielleicht auch ein bisschen, aber angepasst und habe hier mein Merch quasi verkauft. Und ja, leider ist das hier alles weg. Es ist eine alte Version der Map. Das tut mir furchtbar leid, aber das ist die aktuellste Map, die ich finden konnte. Ich habe den Server nie gehostet, von daher habe ich nie irgendwie die aktuellste Map ziehen können, weil ich halt gar nicht Zugriff darauf habe. Aber ich hoffe, der Bahnhof ist fertig. Da kommen wir später zu. Hier Pixel hat hier oben, aber das Heftige vom Bahnhof ist hier unten, Leute. Aber bevor wir damit anfangen, gehen wir erstmal zu meinem Main-Grundstück. Und das ist hier einfach über diese Brücke. Und ihr seht da hinten schon Werbung für den CFC. Und da ist ein riesiges Oschi-Teil, sage ich einfach mal. Und da ist nicht nur meine Base, sondern auch das, und man kennt es vielleicht, wenn man länger zuschaut, das Klim Funland. Ja, hier ist das Klim Funland. Da ist auch mein Radiotower, weil ich im Spark hat einen Turm gebaut. Und ich wollte einfach den höchsten Turm, beziehungsweise den, der am höchsten Punkt endet. Und das ist ein Turm, der bis zur Baugrenze von Craftsec geht. Und ich habe den einfach nur gebaut, um den höchsten Turm in Craftsec zu haben. Einen anderen Grund hatte der Turm nicht. Das hier war meine Starterbase von Craftsec. Ich habe ja gesagt, ich habe in jedem Craftsec irgendwie meine eigene Base gemacht. Und ich hatte hier auch einen Aufzug, der anscheinend in der Version nicht mehr funktioniert. Aber der fuhr nach oben und nach unten. Ist ja auch egal. Hier wurde ich getrollt mit diesem Teil. Hier hatte ich meine Verzauberungsecke. Hier hatte ich eine automatische Hühnerfarm, wie man sie noch sieht. Man hört sogar die Hühner, wenn man hier dran vorbeiläuft. Hier eine kleine Spendenwall vor mir. Dann hatten wir hier einen fetten Balkon, von dem aus man die komplette Craftsec-Welt sehen konnte. Auch sehr, sehr nice, wie ich finde. Wir hatten hier meinen kleinen Hund Karl-Heinz. Man kennt ihn. Karl-Heinz, wie geht's? Lange nicht gesehen. Wuff, alles klar. Und dann hatten wir ja hier ein bisschen Öfen und tralala. Und das war auch ein riesiges Projekt. Ich glaube, das sage ich mal eben. Und ich glaube, genau das Projekt möchte ich auch nochmal bauen in Craft Attack 7. Also das wird auch noch, also ich glaube, das machen wir sogar, bevor wir die Kuppel komplett fertig haben. Ich habe ja noch einige Projekte, bevor wir die Kuppel komplett fertig haben, aber dazu kommen wir mal in Craft Attack und nicht hier. Ich habe eine riesige Kuppel, das ist wirklich eine riesige Fläche, die ich gebaut habe. Und dann habe ich die komplett mit Wolle ausgekleidet. Erstmal habe ich diesen weißen Ring gebaut. Dann bin ich hingegangen und habe alles andere mit schwarzer Wolle eingefügt. Jedes dieser Pixel ist ein eigener Minecraft-Block. Ne? Jeder dieser Pixel ist ein Block. Und ich habe ein riesiges Pixelart gemacht, bis ich im Prinzip dieses Pixelart hier bekommen habe. Wenn man das mal in die Hand nimmt. Ah ja, man bekommt es nicht, wenn man Rechtsklick drauf macht. Ja, das macht Sinn. Aber hier, ja, das ist eine Map. Das ist eine ganz normale Minecraft-Map. Ich habe die Map noch in vielen Orten. Jetzt ist die falsch rum, aber das ist so eine riesige Minecraft-Map, die man daraus hatte. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ich glaube, jeder von euch hat schon mal eine Minecraft-Map gesehen. So, wir haben hier dann ein automatisches Lagersystem gehabt. Das war hier oben. Wirklich, ich hatte, glaube ich, mit eins der ersten automatischen Lagersysteme in dem Craft-Attack. Wirklich nur ein kleines, aber ein feines, würde ich sagen. Das war ganz nice tatsächlich. Nichts
aber nichts mega heftig Besonderes. Auf jeden Fall, aber für den Start richtig geil. Und wir hatten am Start auch direkt die erste Kartoffelfarm, ist es, glaube ich. Die konnte ich ja auch irgendwie aktivieren, aber Leute, fragten mich nicht mehr wie. Es ist einfach zu lange her. So, wenn wir unten durch diesen Tunnel durchgegangen sind, also wir waren ja in so einem... ich habe euch gar nicht den Tunnel gezeigt. Man konnte hier in diesen Tunnel reingehen und dann hatte man hier den Aufzug zu meiner normalen Base. Man konnte den Aufzug rufen und eigentlich müsste dann diese Flying Machine, die da oben ist, runterkommen. Aber ja, scheint nicht mehr so ganz zu funktionieren. Wir haben hier auch tatsächlich die fertige Map auch noch einmal. Die habe ich dann öfter mal geklont. Und dann habe ich hier überall tatsächlich mein Logo tatsächlich in Craftstack drin gehabt. Und das war damals schon sehr geil. Ich glaube, ich mache das für dieses Craftstack auf jeden Fall wieder. Wenn ihr das wollt, lasst auf jeden Fall mal ein Like da und zeigt mir, dass ihr das möchtet. Aber hier ja auch überall mein Logo dran geballert. Und hier hatten wir einen Vergnügungspark. Das CCC Klumps Funland, aber das ist nicht meine Base. Das ist nur der obere Teil meiner Base. Weil ich wollte meine Base unter einem Vergnügungspark bauen. Aber ich zeige es euch erstmal. Der ist auch nicht fertig. Also der war fertig. Ich habe ihn auf jeden Fall fertig gemacht, weil ich möchte immer meine Projekte beenden. Aber hier, wie gesagt, ist das nicht die aktuellste Map. Wir hatten hier auch wieder eine Kaktusfarm. Ja, und ich möchte ganz kurz an dieser Stelle sagen, Trimax, wieso baust du nicht einfach eine schöne Kaktusfarm? Das ist eine Kaktusfarm, getarnt als Kaktus. Das ist einfach ein Kaktus. In diesem Kaktus sind Kakteen. Verrückt, das hätte Trimax auch machen können, so riesige Kakteen. Stattdessen, naja, ist ja auch egal. Ich will ja nicht, hier, um andere Leute zu bemängeln, sondern ich will einfach nur sagen, ich finde diesen Kaktus nice. Ich mag ihn. So. Wir haben dann hier noch einen Weg nach oben, der führt hier diesen ganzen Tower nach oben. Das ist so ein Freefall-Tower, das war ein Minecart, das fuhr dann die ganze Zeit hier nach oben und von oben ist man wieder runtergefallen. Nichts Spektakuläres, kleine Attraktion. Dann haben wir hier in Kleinstarbeit ein Geisterhaus gebaut. Das haben wir leider nie von innen eingerichtet. Irgendwann fuhr diese Achterbahn hier durch, die haben wir irgendwann, also diese Achterbahn schön zu bauen. Das hat mich bestimmt nochmal 10 Stunden Arbeit gekostet. Aber naja, ihr seht hier leider nicht die aktuellste Version. Sehr schade. Ich habe auch in diesem Minecraft einen kleinen Todesstern gebaut. Man sieht ihn hier, das ist der Todesstern. Wobei eigentlich sieht er von hier aus einfach nur wie eine Kugel. Irgendwo hatten wir nicht diese Delle mit dem Laserstrahl raus? Also entweder habe ich die nicht gemacht oder das ist nicht die aktuellste Version. Wie auch immer, hier ist der Todesstern und der Todesstern war gleichzeitig eine Mobfarm. Und die hat tatsächlich echt gut funktioniert, weil hier nichts anderes war. Und bis zum Bedrock keine Höhle war. Warum ich das weiß, zeige ich euch gleich noch. Aber wir haben hier einen riesen Todesstern gehabt. Hier sind die Monster draufgefallen. War nicht ganz so effektiv, weil viel daneben gefallen ist. Aber im Endeffekt hatten wir hier eine echt entspannte kleine Mobfarm. Habt ihr ja gerade gesehen, da sind ja auch noch 2, 3 Leute runtergefallen. Jetzt gerade noch, während wir gesprochen haben. Also tatsächlich schon ziemlich, ziemlich nice. Weiter geht's dann hier entlang. Also schade, dass so vieles nicht fertig ist. Wir hatten hier auch alle Gondeln fertig. Das war mein Riesenrad. Ödelgondel von Charlie Pyro, der hat hier auch eine Gondel, da habe ich Leuten im Stream Gondeln verlost teilweise. Wir haben hier noch die CFC Snackbude, alles kostenlos. Hier hat man auch einen kleinen Snackpoint. Und hier hatten wir die Klos. Und ich weiß, im Frauenklo, glaube ich, war das. War das im Frauenklo? Nee. War nicht im Frauenklo. Dann war es im Männerklo. Warte. Ah ja, es war. Hier ist ja auch sogar offen. Nee, warte mal, konnte man nicht? Oder ist das nicht die aktuelle Version. In irgendeinem Klo konnte man sich auf jeden Fall runterspülen und in das Innere der Base gehen, die hier ist. Unter uns. Meine fette Base ist hier unter uns und ich zeige sie euch jetzt. Die war wirklich ultra viel Arbeit. Oh ja. Also, also, wo fange ich denn an? Also Leute, ich schwöre, in Real Life habe ich Hobbys, okay? Ich schwöre, ich mache was manchmal mit meinen Freunden und so. Aber manchmal übertreibe ich auch einfach ein bisschen. Und hier habe ich, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Ich habe hier einen riesigen Schacht gegraben, der bis zum Bedrock runtergeht. Ihr seht da noch Bedrock, da wo jetzt das Fadenkreuz ist. Das sieht so ein bisschen aus wie Lava, aber da kommen wir gleich noch zu. Wir haben hier einen riesigen Ring außenrum und ich wollte hier so Feuer und Eis darstellen. Hier ist Feuer, alles mit Lava. Wir können sogar hier mit einer Elytra rausfliegen tatsächlich. War das nicht hier? Nein, das war hier. Ich meine, man konnte hier rausfliegen. Gut, ah ja, hier, siehst du? Hier konnte man mit der Elytra rausfliegen, zack, und hier hoch tatsächlich. Also, ich bin da vielleicht auch einmal gestorben und habe alle Elytra verloren, die ich hatte, aber es, ich hab das verarbeitet, okay? Naja, auf jeden Fall, auch das hier hatte ich fertig gebaut. Hier war das fertig und es sah auch einiges besser aus, aber das ist ein Riesenreaktor, also der sah hier oben viel besser aus. Hier mit einem richtig geilen Pixelart, wie ich finde, von der Community gemacht. Sieht richtig geil aus, so eine richtige Welt mit Hügel, mit so Eisgletscher, Waldhütte, Schloss und Boot und so. Das war hammermäßig.
Und hier hatten wir ansonsten wirklich ein richtig riesiges, nices Lagersystem. Das finde ich bis heute noch eins meiner Lieblingslagersysteme, ist auch hier mit dem Logo schon wieder. Und hier im Untergrund hat man einen automatischen Schnellofen gehabt mit Schalkerboxen. Hier sind noch Raketen drin, hier sind noch Drachenköpfe drin, weil ich wirklich einiges gefarmt habe. Hier haben wir auch nochmal Storage. Leider nicht automatisiertes Lager, wollte ich am Anfang machen, aber brauchte ich dann irgendwie doch nie. Komme ich jetzt gerade nochmal auf schnellem Wege hier runter? Ja, stimmt, mit der Elytra hatte ich ganz viele von diesen kleinen Gängen gebaut. Da komme ich jetzt natürlich nicht mehr einfach hin, deswegen mache ich einfach mal den hier. Hier auf jeden Fall unten einen automatischen Schnellofen, der auch nicht mehr funktioniert, wahrscheinlich in dieser Version. Aber der hat alles hier mit Teppich befüllt tatsächlich. Damals gab es diesen Teppich-Duplizier-Bug. Und der hatte immer einfach Treibstoff. Und ich konnte tatsächlich hingehen und hier, ja, das war einfach nur ein sehr schneller automatischer Ofen, den man von oben vom Lager aus komplett sehen konnte. Fand ich einfach geil. Und diese verschiedenen Glasschichten, finde ich, sieht auch einfach nur wirklich schön aus. Ja, das war viel Arbeit, das hier alles zu bauen, aber wir sind noch lange nicht fertig und Leute, wir sind schon bei der Hälfte der Zeit. Ich fürchte einfach, dass wir in dieser gesamten Folge nur Crafted Deck 5 schaffen, weil wir sind halt wirklich, wirklich noch nicht fertig. Hier ging es noch weiter, ich hoffe, der Nether funktioniert, by the way. Hier ging es noch weiter zu meiner kleinen Tierfarm, hier ging es noch weiter in mein Ventilationssystem. Das kann ich euch jetzt, ja, ich kann es halt nur zeigen, wenn ich es kaputt mache eigentlich. Oder wenn ich eine Elytra habe und dieser Bug noch funktioniert. Aber theoretisch konnte man hier mit einer Elytra kriechen. Ah, und das Ventilationssystem ist natürlich auch nicht fertig. Das hatte ich komplett ausgebaut. Man konnte quasi in meiner Base, gab es so Lüftungsschächte und hier Belüftungsanlagen. Und dann konnte ich da drin hin und her kriechen. Falls mal ein Einbrecher gekommen wäre oder so, hätte ich mich gut verstecken können. Naja. Hier haben wir meine Tier-Area. Hier hatte ich dann immer die verschiedenen Tiere. Die konnte ich dann hier mit Knopfdruck hochschwimmen lassen. Ich konnte die breeden und dann wieder runter. Und die sind dann gestorben, weil zu viele Mobs auf einer Stelle und man stirbt. Das ist mit der Version hier eingeführt worden oder wieder eingeführt worden. Und alles, was da rausgekommen ist, ist dann im Endeffekt hier in dieser Truhe gelandet. Auch ganz schön praktisch. Habe ich nie einen Itemfilter dran gemacht. Hätte ich mal machen sollen. Aber das dazu. Ich mach mal schnell weiter, denn wir hatten hier, ich weiß gar nicht mehr, was da war, um ehrlich zu sein. Das werden wir gleich zusammen rausfinden. Also ich weiß es nicht mehr. Aber hier an der Seite hatten wir erstmal einen richtig langen Eisgang und der führte tatsächlich zu meinem Schlafzimmer, das war das hier. Auf der linken Seite hatten wir noch einige Zusatzrüstungen, die ich mir gemacht habe. Ich habe mir halt immer wieder ein paar Diamantrüstungen gemacht, wenn ich ein bisschen Diamanten über hatte. So einen Raum will ich übrigens auch in Craft Attack 7 noch bauen. Und hier hatten wir unsere Rüstkammer. Mal gucken, was wir hier alles drin haben. Warte. Gar nichts. Okay, wir hatten hier einfach legit gar nichts mehr drin, aber hier hat man Essen und Elytra bekommen. Das Ding war, die Idee war, ich gehe hier rüber, bekomme eine Elytra, bekomme noch ein bisschen anderen Kram, bekomme hier Raketen und so und dann gehe ich hier auf ein Ding, was nicht mehr existiert. Ah doch, hier Minecraft-mäßig, konnte ich hier raus, Minecraft-mäßig. Dann habe ich auf den Knopf gedrückt. So, hier ist es aufgegangen und ich konnte hier mit meiner Elytra schnell raus. Für den Fall, dass ich gestorben bin und schnell meine Elytra wiederholen musste, bin ich da gespawnt im Bett, zack, zack, und ich bin wieder rausgeflogen, um direkt meine Sachen wiederzuholen. Tatsächlich super praktisch, werde ich wahrscheinlich auch genauso in Craft Deck 7 irgendwie einbauen. All diese kleinen Sachen, die man so gelernt hat. Was war hier? Ah, ja, genau. Das ist auch nicht fertig. Hier und hier waren übelst fette Farmen. Die sind noch nicht da, aber hier haben wir eine Sugarcane Farm. Also wie gesagt, ich habe länger gespielt als jeder andere Craft Deck 5, deswegen ja, haben die einfach nicht meine aktuelle Map. Aber ich hatte hier eine Sugarcane Farm, ich hatte hier, glaube ich, eine Kaktus Farm. Ne, Kaktus Farm hatte ich oben, aber eine Melonenfarm und eine Kürbisfarm, glaube ich, genau. Hatte ich hier alle drei Farmen quasi, man ist hier reingekommen, hatte ich hier die fette Sugarcane Farm, hier die Melonenfarm und hier die Kürbisfarm. Irgendwie sowas hatten wir da und das war alles fertig. Schade, dass es jetzt nicht fertig ist. Die Decke sah auch noch besonders aus. Dann kommen wir hier zum Reaktor. Ich hatte im Endeffekt, glaube ich, einen Wasseraufzug hier oben. Aber hier haben wir, ich hatte, glaube ich, irgendwann mal eine geheime Chest versteckt. Aber das habe ich auch erst gegen Ende von Craft Deck gemacht. Falls ihr die, es gibt, glaube ich, eine Map von mir, die ich damals hochgeladen habe. Die hätte ich euch auch zeigen können. Jetzt sind wir schon durch. Aber ich habe hier genau an dem Punkt habe ich eine Chest versteckt. An diesem Punkt habe ich eine Chest versteckt, falls ihr die Map mal runterladet von mir und findet. Das war auch alles schöner gemacht, das war alles fertig. Und hier hatten wir, und ja, das ist alles schwarzer Konkret. Es ist alles schwarzer Konkret. Ich habe so viele Inksacks gefarmt. Wirklich insane, wie viele Inksacks ich gefarmt habe. Ich finde dieses Loch nach wie vor übertrieben heftig. Und das war auch einer der größten Bauprojekte, die ich je gemacht habe. Ich habe gesagt, ich raste in jedem Craft-Hack so ein bisschen aus. Aber wir gehen mal hier ein bisschen weiter, nämlich hier kommt meine Slimefarm. Man kennt ihn. Also ich habe auch in Craft Deck 5 eine Slimefarm gemacht und hier habe ich wieder Günther. Wir brauchen wieder, auch im neuen Craft Deck brauchen wir unseren kleinen Günther, das ist natürlich ganz klar.
Und Günther kann dir zusehen, wie seine Mamas und Papas hier runterfallen. Also in der neuen Version werde ich eine größere Slime-Farm machen, also in unserem aktuellen Craft-Tech-Projekt. Da denke ich mal, werde ich demnächst sogar mit einer anfangen, weil die einfach immer übelst praktisch ist. Aber gut, gehen wir erstmal weiter und schauen uns die anderen Sachen an, denn ich fürchte, wir sind bei 14 Minuten oder 15 Minuten sind wir gerade hier im Video und wir sind immer noch lange nicht fertig. Also es gibt, in dem Craft-Tech habe ich so viel gemacht, das ist echt einfach, das ist einfach insane. Okay, fangen wir an. Mit der U-Bahn. Und dafür, ja, gehen wir einfach mal zur U-Bahn. Und den Regen brauche ich nicht ausschalten. Wir werden uns jetzt erstmal eine ganze Weile unterirdisch fortbewegen. Der Hauptbahnhof. Und der Hauptbahnhof war erstmal dieses Gebäude, was ich gebaut habe mit Skate, glaube ich. Wir haben hier einen Villager reingetan. Hier haben wir auch ein Pixel-Art, das von euch eingesendet wurde. Ich habe immer mal so Community-Challenges gemacht. Hier ging es dann auch noch hoch in den Dachgarten vom Bahnhof. Fand ich einfach eine nette Idee. Auch ziemlich cool. Dann geht es runter in den Schatz. Ja, ohne Witz, Leute. Das war krass. Das war das größte Bauprojekt, was ich jemals hatte. Ich glaube, die Kuppel ist größer, aber abgesehen von der Kuppel war das hier das heftigste Bauprojekt, was ich je hatte. Denn ich hatte die Idee, hey, wieso baue ich nicht mal eine komplette U-Bahn, die alle Teilnehmer von Craft-Tech miteinander verbindet? Und genau das habe ich gemacht. Fast alleine. Also wir haben ein oder zweimal mir Leute geholfen. Aber ansonsten habe ich es fast komplett alleine gebaut. Hier auch mit Pixel Arts von euch gemacht. Hier eine Schiene, die in den Sonnenuntergang geht. Richtig schön gemacht. Und das hier erinnert mich irgendwie an das Logo der Oshia. Ich weiß auch nicht, also so ein bisschen wenigstens. Also das ist die Green Line. Die Green Line geht zu Klim, Gomme, Gamer Sam, Kunga und Thunder. Und wenn man hier drauf geht. Okay, es sind keine Minecrafts mehr da, weil ich echt immer damit gefahren bin. Aber ich glaube, wir nehmen einfach mal eine Linie, wo Minecrafts da sind. Hier war noch die Orange Line, die geht zu Skate und Sinus. Hier, oh Gott, nein, ist das fertig? Ist das die Version, wo es fertig ist? Weil wenn ja, dann kann ich euch noch was ganz Insanes zeigen. Das gab es ja auch noch, bevor wir uns die Lines angucken. Leute, wusstet ihr, dass es in Craft Attack 5 zwei verschiedene Städte gab? Es gab die normale Stadt und dann gab es Utopia. Und ich habe diese Linie fertig gebaut, mit allen Schienen und allem drum und dran. Nicht die aktuellste Welt und so, aber ihr seht es hier. Und diese ganze Bahnlinie nach Utopia, wir fliegen die einfach mal lang. Wir fliegen die einfach mal komplett lang, damit ihr seht, wie viel ich alleine in dieser einen Bahnlinie gebaut habe. Es geht hier wirklich komplett hoch. Alles in Survival, ne? Alles, nix Creative, nix Tralala. Ich bin jetzt gerade im Creative, aber das habe ich alles in Survival gebaut. Mit kompletter Brücke, die hier lang ging. Wirklich komplett hier lang. Es hat so lange gedauert. Die einfach nur. Ich wollte das machen, damit wir leichter zur Utopia kommen. Aber als ich fertig war, hat keiner mehr Minecraft-Tech gespielt. Also das war irgendwie. Hat sich nicht so ganz gelohnt. Aber hier tatsächlich eine komplette Bahnschiene. Die Welt lädt nicht mal mehr richtig hinterher. Die war komplett fertig mit allen Schienen. Man konnte die wirklich fahren. Und die ging komplett den ganzen Weg. Hier sind noch Kisten von mir. Hier. Ihr seht, ich habe echt viel gefahren dafür. Und es ging wirklich komplett hier lang. Bis zu Utopia, war die zweite Stadt, die hier gebaut wurde, ging es hier runter, zack, und wir sind in Utopia. Das war Utopia, die Leute hier in Utopia waren nicht so mega aktiv wie wir drüben, beziehungsweise am Anfang schon, aber später dann nicht mehr hier, es waren so Brücken oben und so, Revi hat hier gewohnt und ein paar andere, aber darum geht es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, diese wirklich lange Bahn, ich finde die insane lang, also ich finde es schon, ja, kann man mal machen, aber ich hätte mich damit vielleicht ein bisschen mehr beeilen sollen, sodass die anderen Teilnehmer auch was davon hatten, weil wie gesagt, als ich fertig war, war es halt fertig. Also war das Projekt durch. Und ich habe halt wirklich darauf geachtet, dass alle Dinger gleich weit voneinander entfernt sind. Hab wirklich hier oben noch ein Design für die Pfosten überlegt, das gar nicht mal so mega einfach zu bauen war. Also klar ist es jetzt nicht kompliziert, aber wenn du es so oft wiederholen musst, ihr könnt euch denken, wie viele Baufehler da passiert sind. Das war echt. Also ich will jetzt nicht sagen, ich habe die übelsten Projekte gemacht oder so, aber. Also jetzt mal ernsthaft, das war ziemlich übel. Okay. Gut, wir gehen mal weiter und ihr seht einfach, wie lange ich hier zum Dingens fliegen muss, um einfach anzukommen beim Bahnhof. Also den ganzen Weg, den wir gegangen sind, da ist die Utopia-Line lang gefahren. Und das war halt nur ein ganz kleiner Teil vom U-Bahn-Netz, denn das U-Bahn-Netz hat halt wirklich alle Spieler miteinander verbunden. Aber ich wollte jetzt keine U-Bahn für Utopia bauen, das ist nur Fernziel und so. Aber wir haben hier die Gold-Line, die geht zu Early, Veni, Balui und Basti. Wir haben hier die Blue-Line, die geht zu Riol und Skelett von 3000. Und können wir hier lang? Ja, hier ist ein Minecart. Wir setzen uns rein, zack, und fahren automatisch los. Das war das System von der Bahn. Und wir sind hier tatsächlich lang gefahren und wir hatten Doppelwege. Wir hatten nicht nur einen Weg, sondern Doppelwege. Und so ist die gesamte U-Bahn. Blue-Line natürlich überall blau. Und man ist dann lang gefahren und konnte wirklich die gesamte Stadt per U-Bahn bereisen. Wirklich alles. Und dann hat man angehalten
Und das Design habe ich selber gemacht und konnte dann entscheiden, okay, will ich zur Skelettfarm oder zu Riol? Und wenn ich sage, ich möchte zur Skelettfarm, haben sich die Weichen automatisch umgestellt. Und, automatisch umgestellt. Ja, das ist der richtige Weg. Ich dachte gerade schon, es funktioniert nicht mehr. Aber die Skelettfarm war ja da lang. Ich dachte, die Skelettfarm wäre auf der anderen Seite. Und dann ist man hier angekommen. Das Minecart ist in Kaktus, plopp. Und man konnte hier nach oben gehen und raus. Und man war dann plötzlich bei der Skelettfarm. Also hier ist die Skelettfarm. Ich glaube, die hat Gamerstime damals gebaut. Die hat auch jeder benutzt damals. Aber das war schon echt insane. Und das Ganze ist hier, das ist hier die Blue Line. Und die Blue Line ist eine der kleinsten U-Bahn-Linien. Mit Auswirkungen nach hier. Und diese ganzen Kreuzungen, die habe ich halt auch alleine gebaut. Und das war halt, es war so viel Arbeit. Also ich weiß nicht, ob das jetzt im Video rüberkommt oder nicht. Aber das war wirklich krass. Muss ich wirklich sagen. Und ohne mich hier, aber ich lobe mich die ganze Zeit selber so voll, ne? Aber wenn ich das so sehe, denke ich mir, was für ein Hobbyloser muss da gesessen haben und diese Bahn gebaut haben. Also ich muss auch wirklich sagen, also die Green Line ist, die längste ist die Gold Line, aber die Green Line ist die mit den meisten Kreuzungen, glaube ich. Bin mir auch gar nicht mehr sicher, aber die Green Line führte halt auch zu mir und ihr seht hier, fängt es wieder an, dasselbe Design, nur halt grün. Dann ging es hier lang, dann ging es da lang, das fuhr hier komplett lang und dann konnte man hier zu klimmen. Und das fuhr dann halt auch, wenn man bei mir lang gefahren ist, fuhr dann auch, guck mal, hier haben wir sogar noch Minecarts. Also es fuhr halt auch komplett hier hoch und man hat dann hier angehalten und wenn ich dann bei mir war, konnte man einfach hier rausgehen. Ich habe auch bei jedem Spieler so eine Bahnstation gebaut. Also, und dann kommt man hier in den Freizeitpark wieder raus, in dem wir gerade eben waren. Ihr erinnert euch vielleicht an das Männer- und Frauenklo, was wir da gerade gesehen haben. Aber wenn wir dann mal wieder zurückgehen, kommt man hier lang, jo. Ja, entspannt, würde ich sagen. Guck, zack, dann kommt man hier hin und ich konnte mir dann aussuchen, okay, wo will ich denn hin? Das habe ich an jedem Punkt gemacht. Will ich zu Gomme Gamer Simon Thunder oder will ich zum Hauptbahnhof? Und ich möchte jetzt erstmal zu Gomme Gamer Simon Thunder. Und dann bin ich hier lang gefahren, zack, und dann bin ich zu Gomme Gamer Simon Thunder gefahren. Und das hat wirklich viel Arbeit gekostet. Ich möchte euch das jetzt nicht alles antun, aber hier Gamer Simon Kunga oder weiter zu Gomme. Ich glaube, ihr habt das System verstanden. Also ich glaube, ihr habt das System verstanden, aber ich habe halt wirklich alle Teilnehmer, die nicht in Utopia gelebt haben, also die in der Hauptstadt gelebt haben, habe ich miteinander mit einem U-Bahn-Netzwerk verbunden. Und um euch das einfach mal ganz kurz zu zeigen, gehe ich mal ganz kurz in den Spectator-Mode, weil da sieht man das nämlich auch nochmal alles. Also da sieht man einmal, wie lächerlich groß hier meine Hauptbase war. Also man, das ist schon, also uff. Und dann die U-Bahn. Ich meine, die U-Bahn lief, glaube ich, immer auf demselben Level ab. Guck mal, hier sind die Blue Line, hier ist Blue Line und die Green Line. Die führen hier beide lang und die geht hier lang. Und das ist der Hauptbahnhof. Da kamen die ganzen Lines dann zusammen. Oder ist das der Hauptbahnhof? Ja, das ist der Hauptbahnhof. Haben wir hier die goldene Line, die mit Goldblöcken, by the way, gemacht wurde. Die fuhr wirklich ewig weit. Und dann ging es einmal hier weiter zu den Einen. Und hier ging es weiter. Da habe ich ja nur eine Einzellinie gemacht, weil hier nur Veni war. Und der Veni sich echt weit weggesetzt hat. Also das war nicht damals schon echt anstrengend, dazu noch eine Doppelstrecke zu bauen. Aber das war wirklich, also da habe ich mir wirklich ein bisschen Mühe gegeben. Und wie gesagt, hier fuhr dann die Utopia-Line lang, die fuhr dann unter der blauen, da musste ich so einen Ausweg schaffen noch. Und hier bei jeder Kreuzung habe ich halt wirklich so noch Redstone oben drunter und so weiter und so fort. Also das war wirklich sehr viel Arbeit. Aber, und ich glaube, wir sind noch nicht am Ende der Episode, weil wir haben noch was zum zeigen. Und dafür muss ich tatsächlich mal ganz kurz in den Nether. Und jetzt hoffe ich einfach wirklich innerlich, dass der Nether nicht resettet ist. Weil wenn der resettet ist, kann ich es euch nicht zeigen. Ich werde es unter keinen Umständen wiederfinden. Drückt die Daumen, dass der Nether da ist. Weil wenn nicht, wie gesagt, dann ist es doof. Aber es gab auf jeden Fall noch einen weiteren Bereich. Ja, er ist da. Sehr gut. Aber ich glaube, selbst mit dem fertigen Nether ist es schwer, das zu finden. Ich muss mich hier zurechtfinden. Wir hatten das Nether-Hub nämlich nie fertig gebaut, glaube ich. Aber hier irgendwo gab es den Weg zu einer ganz besonderen Base. Und ich glaube, das war sogar hier. Ich glaube, wir haben das sogar irgendwann mit einem Eistunnel gemacht, Zinus und ich. Oder ich glaube, der Eistunnel war sogar von Zinus. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung es geht. Ich schaue mich hier mal um. Und wenn ich es gefunden habe, lasse ich es euch wissen und zeige euch das auf jeden Fall. Weil das ist auf jeden Fall noch ein Blick wert. Was soll ich sagen? Wir sind nicht da angekommen, wo ich dachte, wo wir ankommen. Aber das ist auch von mir. Das habe ich vergessen, dass ich das auch noch gebaut habe. Schaut mal hier, Leute. Oh, ich dachte, ich könnte hier rückwärts raus. Das hier habe ich nämlich auch gebaut. Und ich gehe mal wieder ganz kurz in den Game Mode Spectator, weil ich sonst durchs Portal durchgehe. Das hier war eine riesige Mob-Farm, die ich gebaut habe. Das war so eine fette Mob. Und auch gleichzeitig hier, wie heißt das Zeug? Ne, ihr wisst, was ich meine. Farm. Also da
hier richtig fette Mobfarm, wo übelst viele Mobs gespawnt sind. Und ihr seht, zack, da droppt wirklich ordentlich was raus. Und so eine Mobfarm baue ich in Craft Tech 7 wieder, ne? Also kann ich schon mal ankündigen. So ein Ding werde ich wieder bauen. Und das hat einfach für übelst viele Mob-Drops hier gesorgt. Und tatsächlich gleichzeitig auch noch die Teile und Gunpowder für Raketen, für die Elytra. Das war die Raketenfarm für die Elytra. Das hat wirklich auch viel Zeit gekostet. Es ist jetzt tatsächlich nicht das, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Wo ist denn das? Jetzt muss ich ja noch mal ganz kurz suchen. War das überhaupt in Craft Tech 5? Moment mal, sind wir überhaupt in Craft Tech 5? Ja, da sind wir in Craft Tech 5. Oder war das in Craft Tech 6? Ne, es war in Craft Tech 5. Moment, Leute. Ich finde das schon noch. Momentchen, aber ja, das habe ich auch noch gebaut. Ja, das ist es. Das hier ist, ich bin gerade wirklich weit getravelt. Wir sind beim Nether bei den Koordinaten 550 und 270. Also tatsächlich für Nether schon sehr, sehr weit. Und wenn wir hier durchgehen, meine Freunde, dann, ich bin mir 100% sicher, dass das das richtige Portal ist. Weil wir waren wirklich oft hier. Wir waren wirklich oft hier und wenn das Terrain mal geloadet hat, dann seht ihr ein Bauprojekt, das ich mit Sinus zusammen gemacht habe. Wir haben uns nämlich irgendwann ein Craft Deck gedacht, wo viele Leute nicht mehr gespielt haben. Wir bauen einfach mal was zusammen. Und da haben wir erschaffen, was nicht das hier ist. Hoffentlich ist es noch da. Ha. Ha. Okay. Nee. Scheint nicht da zu sein. Scheint in der Welt nicht gespeichert worden zu sein. Was echt schade ist, weil wir haben uns echt viel Mühe dazu gegeben. Da müsst ihr einfach mal die alten Craft-Tech-Folgen anschauen. Ich wollte es euch eigentlich zeigen, aber es kann ich nicht. Wenn hier wurde offensichtlich neu generiert, das neue Biome in der 1.14. Sind das neue Biome in der 1.14? Weiß ich gar nicht. Bin ich richtig? Ich bin ziemlich sicher, dass... Ja, ich bin hundertprozentig sicher, dass ich richtig bin. Wobei, das sind Boote. Ha. Okay, Leute, ich bin anscheinend falsch geflogen. So viel zu, ich weiß, wo ich bin. Hm. Das war's auch nicht. Das ist ein Mushroom-Biom. Einen Weg kenne ich noch. Hm, nee. Sorry, Leute. Ich fliege jetzt gerade den letzten Gang hier zurück, den ich gerade nochmal durchgegangen bin. Da war es leider auch nicht. Und ich fliege schon hier im Spectator durchs Deck. Ich kann mich einfach wirklich nicht mehr erinnern, wo es war. Sinus und ich haben nämlich eine Sim-Base gebaut. Und die war tatsächlich ziemlich cool. Wenn ihr die mal sehen wollt, dann schaut euch einfach die Videos von damals an. Ich wollte es euch echt gern zeigen, aber ich suche jetzt wirklich hier schon wie blöde durch die Gegend. Und ich muss gleich schneiden. Ich meine, wir haben 4 Uhr morgens. Und das Ding ist, ich habe die Craft-Tech-Folge für morgen noch gar nicht fertig. Geschweige denn für diese Folge. Für heute habe ich die noch nicht fertig. Und ich muss gleich pennen, Leute. Es ist meine Schuld. Tut mir leid. Ich nehme das hier viel zu spät auf. Nachts. Aber so ist es halt nun mal leider. Oh, ich hoffe, euch hat diese Folge trotzdem Spaß gemacht. Auch wenn wir jetzt diese Zim-Insel nicht mehr gesehen haben. Wir haben ja genug zum Gucken gehabt. Leute, ich zeige euch zum Abschluss aber nochmal hier diese Farm. Das ist die XP-Farm aus Craft Attack 5. Und da habe ich auch mitgearbeitet. Und zwar das meiste, die hat Masti gebaut. Aber ich habe die dann hier entsprechend so umgebaut, dass die ein bisschen besser funktioniert hat. Ja, aber wie gesagt, die Plattform hier hat Basti gebaut. Ich habe sie dann nur oben einmal umgebaut und unten dann später auch nochmal einmal umgebaut. Aber das ist nicht die aktuellste Version. Ich habe die noch komplett umgebaut. Oder war das Craft Tech 6? Ich bin komplett verwirrt, Leute. Ich bin komplett verwirrt. Wenn es euch gefallen hat, checkt auf jeden Fall die Craft Tech Folgen aus, die aktuell laufen. Würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von, ja, Craft Tech. Haut rein. Und es wird definitiv noch eine Folge hiervon geben. Ich weiß nicht wann. Möglicherweise erst nächstes Wochenende, je nachdem, wie ich es schaffe. Haut rein, Leute. Habt einen schönen Abend und ciao.